Das ist der richtige Kommentar. Oh. Ganz in Ruhe. Ich will die Scheiße nicht verkacken. Oh Mann. Was, wer war denn dieses Hundi? Ladebildschirm. Sollte ich hier nicht rennen? Und das später, ja. Sachte, hier lang. Dann hier lang. Oh, Scheiße. Wieder, du kommst klar. Werde ich gleich sterben. Da war Lydia nicht mit weggesperrt. Weißt du was, zu überleben? Was auch es wahrscheinlich ist. Das ist auf jeden Fall, auch wenn das kein größtes Gegenstand sein mag, ist das was, was wir mal begutachten sollten. Ausrüstung 0, Gewicht 1, Herstellung Zauber kostet 10%. Wenn okay. Kriegen Schmiedekunst und dann legt doch die mal an. Wie kommen wir da jetzt lang? Um bei der beide aufzugeben. Hier vielleicht. Schön gelockt, aber das hilft nicht viel. Jetzt haben wir hier gleich wieder den Magier. Ich laufe mal hier durch. Okay, das bringt nichts. Nicht großartig. Speichern. Doch eigentlich nicht. Weil Lydia ist da. Ich hab die despawned. Bin sowas von tot. Ich stecke fest. Ich bin weit gekommen. Na schon, wo das Safe Point ist. Hier. Großartig. Ein Versuch wage ich noch. Ich lerne auch nicht aus meinen eigenen Fehlern. Und renne hier immer. Ich habe hier immer nicht Bock, hier alle Gegner normal zu besiegen. Die müssen wir wahrscheinlich. Lydia. Alter Schwede. Ich
Den schaffen wir nicht. Was? Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Wenn ich so schnell bin, dann komme ich da natürlich auf die Knöpfe drauf. Sehr schön. Jede Hebel. Komm mit, Lydia. Jetzt habe ich gleich zwei von denen. Das könnte blöd werden. Was? Was? Wieso hat er mich jetzt hier? Große Güte. Okay, den letzten Versuch mache ich noch, dann mache ich aber auf jeden Fall erstmal eine Aufnahmepause. Und überlasse das Zukunftszwecken. So ganz in Ruhe hier. Au, au. Ja. Diese verdammte Falle. Die macht man am besten, wenn man nicht unter Stress steht. Aber wie gesagt, ich mache jetzt eine Aufnahmepause. Das ist mir. Das wird mir gerade zu viel. Da kümmert sich Zukunftszwecki drum. Ja. Bis gleich. Du Arsch! Du dämlicher, spatzenköpfiger, völlig irre Gott, hast du mich erschreckt. So, vergeizt Zwergi. Hat mich hier irgendwie ins Stich gelassen. Ich geb's auf. Wir werden das, ich werde das nicht noch 50 Mal weiter versuchen. Ich werde jetzt hier einfach den Weg zurückgehen. Eine andere Hauptquest angehen. Das Wissen der Alten bleibt. Das, dann lassen wir es halt einfach. Wenn es eine Hauptquest ist, die Schriftrolle der Alten, dann, das ist, dann wird das halt einfach. Ich sehe es halt auch nicht, dass wir das jetzt hier schaffen. Es ist. Obwohl. Ein letztes Mal können wir es gleich noch versuchen. So, unten war hier eine Spinne. Okay, einen Versuch gebe ich mir noch. Und dann aber wirklich. Oh.
wir rennen ja einfach mal durch. Oh, Kacke. Ja, das, wenn man das schon mal auslöst, dann hat man schon schlechte Karten. Damit der später nicht nervt, schalten wir wenigstens die Maus. Laufen wir hier vorbei. Die ist noch hinterher oder die wollen das fest. Ja, die Spinnenviecher sind jetzt hier nicht so extrem. Und jetzt nicht die Gefahr. Ich glaube, da war hinten noch ein brutalerer Gegner. Wo ging es hier lang? Ach, Lydia. Schön, dass du auch mal zu uns stößt. Ich glaube, da unten ging es lang. Hier nicht. Hier ging es lang. Dann kam die hier. Ich glaube, mit denen haben wir irgendein Problem gekriegt. Warte, wir haben noch ein... Wie war das nochmal? Inventar. Wir hatten doch einen noch einen ziemlich guten Bogen. Schalten. Vielleicht schaffen wir es ja lieber diesmal sogar. Das war ein guter Treffer. Dann können wir vielleicht andere Pfeile ausstatten. Wir haben doch hier noch einen 20 Schadenfälle. Ein bisschen Geld mitnehmen. Okay, wir sind schon mal weiter als je zuvor. Helmerwurm kann ich glaube ich behalten. Wir dürfen jetzt nur nicht verbrutzelt werden. Und Lydia, pass auf, was du machst.
sind wir auch schon sehr gut vorangekommen. Vielleicht gibt es hier auch gleich mal einen Checkpoint. Und wieder heute lieber aus der Entfernung. So weit sind wir doch noch nie vorgedrungen. Ist doch schon mal sehr schön. Und da waren wir hier schon mal. Nahkampf bringt die Fälle nicht mehr so wirklich was. Obwohl. Das mit wieder passiert, gut die noch. Sabidia. Ich hielt sie für einen von diesen Gegnern. Ah, das ist hier so eine treue Unterkunft. Gehen wir weiter hier. Gibt's hier irgendwas? Schädiges Buch, Zwergen durch. Trägst zu viel, alles klar. Was gehst du denn hier? Zwergenbüll sind doch nicht schlecht. Ich wollte nur eine von diesen Äxten fallen lassen. Und wir eh zwei haben. Okay, ich sollte vielleicht mal lieber wieder wird hier gegrillt. Ich hoffe, es gab irgendwo einen Checkpoint. Sonst bin ich immer offiziell raus. Okay, Leute. Vergiss das. Nein. Den ganzen Weg nochmal ohne Checkpoint. Der Weste des... nee, vergiss das. Leute, nein. Da sind wir jetzt aber in eine unnormale Welt gekommen. Vergiss das. Das mache ich... Nein, das mache ich nicht nochmal. Eventuell später mal, falls wir das nochmal in Betracht ziehen wollen. Ich bezweifle es aber. Es gibt ja noch eine zweite. Wir haben noch einige Nebenquests und da gibt es auch noch. Wir müssen ja nicht diese alten Sachen machen. Wir können ja auch noch hier das mit dem Befreiung von Nimbusrand, das Ulfric Sturmmantel. Können wir das mal das Politische weitermachen. Befreie Balkenring, genau das machen wir das mal. Schauen wir, dass wir hier rauskommen. Dann kümmern wir uns um andere Quests.
Da war ich ja so wenig motiviert, diesen Stream hier, dieses Video aufzunehmen, hier weiter zu spielen. Nachdem ich da absolut nicht mehr weiterkam. Das sagen wir den Alten erstmal, wo durch euren Scheiß selber. Man muss wissen, wann man Optionen hat. Was war das hier? Wo geht's hier raus? Eine Motivation, die ich hatte, das hier fürs Let's Play fertig zu kriegen. Nein. Es läuft darauf hinaus, dass wir die alten Quests einfach jetzt mal sein lassen. Das mit den Drachen und die Bücher, die blind machen und so weiter, das wurde mir eh zu extrem. Oh, das ist unser Pferd. Na dann. Schauen wir mal auf die Map. So ist Heim wollen wir jetzt nicht. Und wo müssen wir hin? Den blauen Pfeil habe ich gesetzt, der ist es nicht. Falkenring, hier ist es. Dann gehen wir mal nach Flusswald. Tun wir auf dem Flusswald oben nach Falkenring. Narbe des Sturmmäntel. Ist eher über Helgen müssen wir dann gehen. Regen wird das immer schneller reißen.
Hegen war, wenn ich mich richtig daran erinnere, das Örtchen, wo wir ganz am Anfang, wo die ganze Geschichte angefangen hat, wo wir hier transportiert wurden. Wo der Drache das erste Mal angegriff und wir enthauptet werden sollten. Ich habe nicht wirklich einen Blick, wo wir jetzt gerade hinreisen, in die falsche Richtung. Müssen wir jetzt hinterlegen. Hier so in die Richtung. Erstmal. So ungefähr. Da sind wir geradewegs. Auf dem richtigen Weg. Haben wir denn hier? Ihr seht nicht sonderlich gut aus. Ist alles in Ordnung? Das sagen alle. Sind wir schon vorbeigeritten? Sag mal, kann das denn sein? Irgendwo eine Kreuzung verpasst. Irgendwo hier so lang. Lage der Sturmwände. Da wären wir doch. Kann ich mein Pferd hier bei dir unterstellen? Ja, das klappt sogar. Schade, klappt nicht. Die Soldaten der Armee glitzern wie frisch gefallener Schnee. Stell ich mal vor, ja, wie Töpfe in der Küche. Sie sind in diese Richtung unterwegs, ganz klar. Okay, wir sollen hier Rüstung verloren. Wie schlecht muss es im Himmelsrand bestellt sein,
wenn seine Kinder sich der Tyrannei beugen. Halt die Schnauze weg, ne? Neue Befehle. Warum seid ihr den Krieg eingetreten? Was ist das Ziel dieses Krieges? Gründe? Seit wann braucht ein Mann einen Grund dafür, seine Familie zu beschützen oder sein Heimatland zu verteidigen? Es sind die verfluchten Fremden und das Kaiserreich, die Gründe brauchen. Ich verachte die Tyrannei. Und ich verachte jeden, der mir vorschreibt, wie ich leben, was ich denken und woran ich glauben soll. Ich bin ein Mann. Himmelsrand ist meine Heimat. Und darauf bin ich stolz. Es gibt keinen Grund, sich dafür zu schämen. Lest eure Geschichtsbücher. Genug geredet. Es gibt viel zu tun. Das Kaiserreich würde... Ihr brecht zur Festung Neugrad auf. Die halten dort ein paar von unseren Jungs gefangen. Aber mit etwas Glück können wir das zu unserem Vorteil ausnutzen. Ich habe ein paar Männer losgeschickt, um die Gegend auszukundschaften. Trefft euch mit ihnen, findet einen Weg hinein, befreit unsere Leute und übernehmt die Festung. Mit einem Angriff von innen werden sie nicht rechnen. Es wird nicht einfach werden. Aber deshalb schicke ich ja euch. Habt ihr auch das Zeug dazu? Gut, aber sterbt nicht da draußen. Mehrfach, aber es wird schon gehen. Mit Lydia an meiner Seite. Klappt das schon. Okay, wir haben eine neue Quest. Trifft die Männer in der Festung Neugrad. Das Festung Neugrad, okay. Na dann. Ich noch kann es gewähnt. Kaum erwarten, noch so einen Kaiserlichen zu töten. Mitten durchs Feuer. Können wir eins von den Perlen für Lydia nehmen? Ja, muss hier mal in den Detail laufen. So, dann mal wieder hier entlang. Verlegen, kurz abbiegen. Wir müssen dann wohl hier lang. Und auch hier lang. Oh je. Zum Glück kann das Schwert überall lang. Wir laufen nur irgendwie mal ein bisschen querfeldein, aber
kommen wir irgendwann doch zum Ziel. Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Okay. Was du mich sagst. Lass mein verdammtes Pferd in Ruhe. Ich würde nur mal guten Tag sagen. Da muss ich lang. Gießt dem Pferd gut. Sehr gut.